Hi und herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Die letzte ist schon 2,5 Jahre her und wir dachten, es wird mal Zeit für ein Update. Ja, momentan befinden wir uns auf Kreta und wir sind jetzt mittlerweile schon fast 3 Jahre in unserem Van unterwegs. Leben Vollzeit drin auf 10 Quadratmetern. Ja, und da wollen wir euch mal zeigen, wo wir all unsere Sachen verstecken. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich eng, aber alles hat seinen Platz. Und wir haben das Video in unterschiedliche Kapitel eingeteilt. Also könnt ihr auch gerne von einem Kapitel zum nächsten switchen. Und am Ende des Videos verraten wir euch auch ein paar technische Details und was das Ganze eigentlich gekostet hat, so wie es jetzt gerade dasteht. Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Hereinspazieren. Aber noch ein paar Formalitäten. Unseren Kanal gerne abonnieren und das Video gerne liken, falls es euch gefallen hat. Und wir werden euch hier ein paar auch Produkte zeigen, aber ich werde die alle in die Videobox verlinken und das nicht immer wieder sagen. Also falls ihr irgendwie denkt, oh, das hört sich ziemlich gut an oder wo ist das eigentlich her, schaut mal in der Videobox nach. Im Notfall könnt ihr aber auch Kommentare schreiben. Also, wir befinden uns hier im Fahrerraum. Meistens war ich, Melly sitzt auf dem Beifahrersitz. Wenn wir aber angekommen sind, dann ist dieser Fahrerraum eigentlich auch so ein bisschen was wie eine Abstellkammer für uns. Und zwar haben wir hier unsere Jacken aufgehangen. Wir haben hier Nusas Platz. Denn sie chillt hier ganz gerne auch mal vorne, während wir hinten unsere Tage verbringen. Hat sie hier vorne ein bisschen Ruhe und kann auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Auf dem Beifahrersitz kann aber auch jemand von uns dann arbeiten, in Ruhe Telefonate führen oder auch einfach mal eine andere Aussicht genießen. Weil wir haben ja nicht viel Platz, um uns aus dem Weg zu gehen. Also kann sich auch einer mal hier nach vorne setzen und einer bleibt dann einfach hinten. Ansonsten gibt es hier zum Fahrerraum nicht besonders viel zu sagen. Wir haben hier jede Ritze gut genutzt. Es ist nicht viel Platz, manchmal ist es auch nicht ganz schön. Aber wir haben hier hinten unsere Thermomatten, die wir brauchen, wenn es besonders heiß oder besonders kalt ist. Wir haben unsere Yogamatten hinterm Beifahrersitz versteckt. Wir haben hier vorne einen Briefumschlag, da machen wir die ganzen Rechnungen rein für unsere Buchhaltung. Und ansonsten ist das ein ganz normales Fahrerhaus mit Gaspedal, Bremse und Kupplung. Unser Sprudelwasser haben wir auch noch hier vorne. Also so ein bisschen was zu trinken. Und an den Seiten auch noch jeweils 2 Kanister mit 20 und mit 10 Litern, um unser Wasser aufzufüllen. Ja, und ich würde sagen, genug vom Fahrerhaus. Jetzt geht's mal rein in die Bude, und zwar zum Badezimmer und zum Flur. Aber das macht die Melli. Ja, und da stehen wir auch schon im Flur. Aber wir gehen mal gleich zur Toilette über. So sieht unsere Toilette aus. Wir haben keine Chemietoilette, sondern eine Trockentrenntoilette. Also Festes und Flüssiges wird voneinander getrennt. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr das gerne mal googeln. Da gibt es ganz viele tolle Trockentrenntoiletten. Wir haben unsere selber gebaut. Wir haben nur so einen Trichter gekauft. Und hinten ist dann so ein Mülleimer und vorne so ein Kanister. Und dann haben wir das so getrennt. Aber es gibt auch ganz tolle, schon fertige. Dann haben wir hier noch so ein kleines Schränkchen. Das haben wir auch erst im Nachhinein gebaut, weil es ist auch richtig cool. Da passt richtig viel von unserem Zeugs, wie so Duschsachen, Schminksachen, Cremes etc. Schmuck ist auch dabei. Und wenn wir schon beim Schmuck sind, dann möchte ich euch heute den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar ist das Pruna. Und vielleicht habt ihr hier schon meinen schönen Schmuck gesehen, den ich trage. Ich trage Pruna schon sehr, sehr lange und bin super, super happy mit deren Schmuckstücken. Pruna ist halt einfach super zeitloses Design. Es passt zu super vielen Outfits, was im Vanlife natürlich super ist, weil wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, aber es passt sich einfach zu jedem Outfit an. Die Schmuckstücke sind recycelt, also recyceltes Gold und Silber. Ja, jetzt vor Weihnachten gibt es auch ganz tolle Geschenkpakete, die Pruna für euch machen. Eine richtig schöne Paketbox. Und wenn ihr euch mindestens im Wert von 85 Euro was aussucht, gibt es auch eine richtig, richtig super tolle Duftkerze. Und die riecht wirklich super. Mit gratis dazu. Also, falls ihr Lust habt, der Link ist in der Infobox. Und da könnt ihr dann gerne bei Pruna vorbeischauen. Ja, und weiter geht's noch kurz im Badezimmer. Und zwar haben wir hier noch unsere Handtücher. Jeder hat sein eigenes Handtuch. Da bin ich nämlich sehr pingelig. Ich brauche mein eigenes Gesichtshandtuch. Klopapier, Duftspray. Ja, ich glaube, das war's jetzt vom Bad. Hier unten ist noch Nusas Napf.
mit Essen und Trinken. Wir haben leider keinen besseren Platz. Manchmal hängt die Hose auch, wenn man auf dem Klo ist drin und dann ist sie halt nass. Aber ja, so ist das halt in kleinen Räumen. Dann gibt es hier auch noch einen schönen Flurschrank, den wir selber gebaut haben. Der kann dann auch im Nachhinein rein, weil wir gemerkt haben, wir brauchen doch mehr Platz. Und zwar hier oben sind nochmal Handtücher. Dann haben wir hier Nusas Futter, Nusas Sachen. Ja, auch nochmal ein bisschen Haarspänkchen und Bürsten und Bikinis. Und hier unten haben wir unsere Schuhe. Genau, das war's auch schon. Und dann gebe ich jetzt an David ab. Es geht nämlich in der Küche weiter. Ja, ich bin jetzt in der Küche und wir haben hier eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben hier einen Küchenblock, der ist 1,10 Meter breit und ja, auf der anderen Seite ein bisschen länger. Das Problem ist, ich kann nicht ganz gerade stehen bei uns im Van, gerade wenn ich noch Schuhe anhabe. Also das ist so ein kleines Manko. Hier geht's so ein bisschen. Aber an für sich ist das gar kein Problem. Wir haben hier in unserer Küche fließend Wasser. Wir haben hier einen großen Schrank, eine große Schublade. Da ist alles drin, was wir brauchen. Getränkeflaschen, Kochtöpfe, Mülleimer. Hier unten drunter haben wir unseren Kühlschrank. Da ist auch alles drin. Das reicht, wenn wir einmal die Woche einkaufen gehen, reicht uns das locker aus, der fasst 40 Liter. Und ja, dann können wir hier abends schön schnippeln und kochen. Und hier drüben haben wir unseren Gaskocher, den wir nicht empfehlen können. Weil schon nach wenigen Benutzen gehen diese Knöpfe hier ab. Und wir das hier immer manuell mit der Zange regeln müssen. Deswegen können wir euch das hier nicht empfehlen. Aber ansonsten sind wir damit zufrieden. Also wenn er mal läuft, dann läuft er. Und irgendwann kriegen wir den dann auch wieder aus, ohne dass wir uns verbrennen. Hier unten drunter haben wir unsere 5 Kilo Gasflasche, Schmutzwäsche und Putzkram. Aber die Schmutzwäsche ist gerade richtig voll, aber ihr wisst ja, wie sowas aussieht. Ne? Also deswegen brauchen wir da jetzt mal nicht reingucken. Hier haben wir unser Kaffee-Equipment. Das ist ganz besonders bei uns. Wir haben richtig viel Kaffee-Equipment dabei. Also wir haben bestimmt 10 verschiedene Zubereitungsmethoden. Ihr wisst das, wir lieben Kaffee. Hier haben wir unseren Gemüsevorrat mit Kartoffeln, Paprika, Kürbis. Und das hält sich eigentlich sehr gut hier drin, außer es ist halt Sommer und es ist mega warm. Dann wird das hier drin natürlich auch mega warm und hält sich nicht so lange. Dementsprechend gehen wir dann öfter in der Woche einkaufen bzw. lagern die Sachen dann im Kühlschrank. Hier auf der anderen Seite haben wir unseren Besteckkasten. Da ist so alles Mögliche drin. Schneidebretter, Messer, Gabel. Die Zange, die wir brauchen für den Gasherd. Und hier unten drunter haben wir dann ja, unsere Vorratsbox. Da ist Frühstück-Sachen drin, Erdnussbutter, Sesammus. Unten drunter haben wir so ein paar Sachen wie Nudeln, Öl, Salz, Pfeffer, Gewürze. Und hier auf der anderen Seite haben wir nochmal Teller, Tassen. Und hier oben ja, so Sachen wie ein Mörser, wie so eine Käsereibe. Ein paar Tupper-Schüsseln. Hier hinten dran ist auch noch ordentlich viel Platz. Also wir haben das hier mit so Kisten geregelt. Und die schieben wir gar nicht bis ganz nach hinten, weil hinten ist auch echt noch ordentlich Platz. Da passen noch Weinflaschen und sowas rein. Und unsere Schränke haben wir mit Schnappern gesichert. Also die Schranktüren, das hält wirklich sehr gut. Die gehen eigentlich während der Fahrt gar nicht auf, außer wir schließen sie vorher nicht richtig. Und die Schubladen haben wir mit so Eisenreglern verriegelt. Das machen wir dann einfach hier unten zu. Und dann geht das nicht mehr auf. Da haben wir sehr lange gebraucht, um das ordentlich zu verriegeln. Und haben da sehr viel ausprobiert. Aber das funktioniert bei uns sehr gut. Und dann würde ich sagen, Melli sitzt schon drüben im Wohnzimmer. Wasserpumpe und wie machen wir denn das? Ach so, Wasserpumpe. Wasser, aber wie läuft das Wasser? Ja, wie läuft denn das Wasser? Also stimmt, wir haben hier unsere wunderbare Schaltzentrale hier vorne. Vielen Dank an die Kamerafrau. Wir haben hier einmal 2 Knöpfe und die sind ganz wichtig. Einmal für Licht. Das sind 12 Volt LEDs, davon haben wir 3 Stück im Van verbaut. Und dann haben wir hier ja, eine 12 Volt Tauchpumpe. Das heißt, wir müssen die anmachen und dann kommt hier Wasser raus. Und das funktioniert wunderbar, hatten wir auch bis jetzt noch nie Probleme mit. Wir haben sogar einen Filter vorne angeschlossen. Das bedeutet, wir haben hier unten drunter 2 Kanister, 30 Liter Frischwasser und 30 Liter Abwasser.
Würde ich auf jeden Fall auch so machen. Ich würde nicht weniger Abwasser nehmen wie Frischwasser, weil es läuft euch auf jeden Fall über. Selbst uns ist das schon übergelaufen, obwohl ja eigentlich das eine und das andere passen sollte. Und wir haben dann die Tauchpumpe im Kanister und zwei Filter vorne angeschlossen. Und dann haben wir immer trinkbares Wasser. Hier auf Kreta ist das Wasser sowieso trinkbar, aber wir fühlen uns dann schon deutlich wohler, wenn halt irgendwelche Schwebstoffe nochmal rausgefiltert werden. Ja, und hier haben wir ein schönes Granitwaschbecken und ein Wasserhahn in Bambusoptik. Ja, ich würde sagen, jetzt aber. Jetzt gebe ich ab, zurück zu Melli, ins Wohnzimmer, Schrägstrich Esszimmer. Bett, Schlafzimmer. Bett und Schlafzimmer auch. Ja, willkommen in unserem Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer. Hier haben wir unseren Tisch. Hier haben wir so zwei Kisten, wo wir drauf sitzen. Aber hier unten drunter ist halt auch noch Stauraum. Da sind dann sowas wie Pullover, Taschen, Jacken, ein Föhn, ein Steamer. Genau, Steamer ist, wenn die Klamotten zerknittert sind und man die bügeln kann. Sind nämlich sehr oft hier zerknittert im Van. Dann haben wir Dampfbügel. Ein Dampfbügeleisen. Bügel. Ein Dampfbügelglätter. Ja, irgendwie sowas. Genau, hier haben wir dann noch eine Kiste mit ganz viel Essen. So Konserven etc., Nudeln, alles, was man zum Überleben braucht. Und genau, hier ist dann das Tagesbett. Da kann sich eine Person hinlegen. Zu zweit kann man hier bestimmt auch mal tagsüber chillen. Aber natürlich nicht schlafen. David ist ja fast 2 Meter groß. Wie sollen wir hier in so einem kleinen Minibett zu zweit schlafen? Beziehungsweise zu dritt, weil Nusa schläft auch bei uns im Bett. Ja, genau. Und deswegen werde ich euch gleich zeigen, wie man das Bett umbaut. Vorher zeige ich euch nochmal unsere Steckdosen. Wir haben nämlich auch Strom. Wir haben nämlich Solarpaneele. Und hier ja, haben wir 2 Steckdosen und USB. Und unter der Bank hat David nochmal einen extra Schrank gebaut. Da ist die ganze Elektronik drin. Ne? Und da kann man sogar noch Sachen aufladen. Da gibt es nochmal so einen USB-Stick oder sowas, wo man auch noch laden kann. Aber das ist so, technische Sachen sind nicht so meins. Der Strom kommt aus dem Keller, aber wie genau, weiß ich auch nicht. Das erklärt euch David alles später. Ah ja, wir haben hier noch unseren Kleiderschrank. Den habe ich ja fast vergessen. Wir haben ja auch Kleider dabei. Und zwar haben wir hier in so Boxen das Ganze gemacht. Das heißt, jeder hat so 4 von den großen Boxen und 2, 3 kleine. Und da haben wir dann unsere Hosen, unsere T-Shirts. In den kleinen haben wir dann Socken und Schlibbis drin. Und in den Ritzen kommt noch mal ein Buch oder sowas rein oder irgendwas, wo noch kein Platz gefunden hat. Muss alles genutzt werden. Irgendwie irgendwelche Tagebücher oder sonstiges. Genau, und das sieht bei mir genauso aus. Ne? Hier Unterwäsche, T-Shirts und da hinten Jacken. Hier ist auch noch ein bisschen Platz gewesen. Da ist dann so meine Hosen. Da sind dann meine Hosen. Auch gefährlich hier, wie immer. Ein paar Mal haben wir uns schon den Kopf natürlich gestoßen. Alleine heute schon 2 Mal. Ja, das, darauf müsst ihr euch auch vorbereiten im Vanlife. So ein paar mehr blaue Flecke und ja, ein paar Beulen mehr. Aber überlebt man alles. Und jetzt machen wir das Bett, oder? Ja. Supi. Mhm. So, und unser Bett ist fertig. Schaut mal, wie riesig das ist. Da finden wir zu zweit genug Platz drin. Ja, auf jeden Fall ist ja genug Platz für 2. Das Bett ist 1,70 breit mal 2 Meter. Wir haben ja auch alles selbst gebaut, deswegen ist manches halt auch so ein bisschen krumm und schief. Aber es ist wie mit meinen Zehen. Das ist halt einfach so. Lässt sich nicht ändern. Im Endeffekt ist unser Bett quasi
ja, der zentrale Punkt. Und wenn es ausgebaut ist, auch schon das halbe Auto, also der halbe Wohnraum. Wir haben 2 Meter lang und dann haben wir dann noch vorne nochmal so 2,50 Meter. Aber wir sind trotzdem echt happy, dass wir das Bett zusammenklappen können und wieder ausbauen. Also, dass wir nicht ein festes Bett haben. Ja. Weil man hat dann einfach irgendwie ein anderes Raumgefühl, wenn das Bett dann gemacht ist. Und manchmal lassen wir auch das Bett mal den ganzen Tag so offen und dann merkt man doch, wie viel kleiner der Van ist. Und dass es dann immer noch gleich alles ist. Und so kann man irgendwie so 2 Räume dann doch so ein bisschen mehr schaffen. Auf jeden Fall. Und das hat gerade mal 1 Minute gedauert. Also ja, auch das Bett so zu machen geht ein bisschen schneller wie frühmorgens, weil frühmorgens müssen wir immer kehren und alles ausschütteln, weil hier ja super viele Haare von Nusa sind. Und ja, eigentlich ist unser Bett so auf dem Keller auch ein bisschen drauf. Also direkt unter uns, auf der hinteren Seite, ist ein Keller. Und da gehen wir jetzt. Wir sagen Keller dazu, manche lachen uns aus, weil die sagen halt Kofferraum eher. Wir nennen das Keller. Wir nennen das Keller, weil es sieht aus wie in einem Keller und es gibt auch genau die gleichen Sachen, die eigentlich in den Keller gehören. Deswegen rein in den Keller jetzt. Freunde, wir sind am Keller angekommen. Es war ein langer Weg vom Bett zum Keller. Und wir haben hier eigentlich alles, wie schon gesagt, was der Keller hat. Wir haben hier einen Campingtisch, der schon einiges mitgemacht hat. So sieht er auch aus. Und dann, wenn wir die magische Tür öffnen, sehen wir erstmal, dass es ziemlich voll da drin ist. Der Keller erstreckt sich über 1,70 und geht 1 Meter rein. Und wir haben hier drinnen zum Beispiel unsere Stühle. Gab es für 5 Euro bei Ikea. Dann haben wir hier zum Beispiel einen 20 Liter Wasserkanister. Müssen wir auch gleich Wasser auffüllen, habe ich gesehen. Wir haben hier unten noch einen Karton, der zu meinen Eltern gesendet werden muss, mit Klamotten, die wir nicht mehr brauchen. Wir haben nämlich ein bisschen aussortiert. Eine Trinkflasche aus Edelstahl. Wir haben hier meinen Werkzeugkoffer. Wow. Ja, Wind haben wir heute auch extra bestellt fürs Video. Naja, mein Werkzeugkoffer kommt hoffentlich nicht zum Einsatz heute. Ja, und ansonsten haben wir hier hinten alles, so gut es geht, in solche Kisten gepackt. Um halt einfach ein bisschen Ordnung zu haben. Wir haben hier Nusas Essen drin. Ein Sonnenschirm haben wir auch noch drin und unsere Batterie, die uns die ganze Zeit mit Strom versorgt. Ja, ich würde euch ganz gerne noch mehr zeigen, aber ich habe Angst, dass das hier alles zusammenfällt. Deswegen gehen wir schnell wieder rein und besprechen die ganzen technischen Details und was das Ganze denn alles gekostet hat. Also rein in die Stube. Komm, ich mache das hier fertig. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet euch ein paar Inspirationen holen, wenn ihr einen Van ausbauen wollt. Oder ja, ihr hattet einfach mal Lust und Interesse zu schauen, wie wir denn hier so leben. Schon seit fast 3 Jahren. Einfach mal so ein bisschen heimlich in die Buden von anderen Leuten reingucken, ist ja auch mal ganz interessant. Ja. Falls ihr irgendwie Fragen zu dem Video habt, zu den Sachen, die wir hier benutzt haben oder wie wir das alles gemacht haben, dann schreibt doch gerne Kommentare. Denn das Video hier hat natürlich keine Vollständigkeit, sonst könnten wir hier stundenlang quatschen. Aber ihr könnt uns ja gerne auf Instagram, YouTube oder halt auch bald in unserem Podcast folgen, falls ihr mehr Informationen über das Leben im Van haben möchtet und wie man Fliegen tötet. Nein. Ja, das steht ja ganz schön ab. Ja? Okay. Müssen wir nochmal machen? Nee. Kommen wir mal zu den technischen Details. Denn bei uns gibt es eine ganz besondere Besonderheit, würde ich sogar sagen. Und zwar ist das unser Gewicht. So, wie viel Gewicht haben wir denn maximal? Wir haben 3,2 Tonnen Gewicht und das ist ja eigentlich nicht ganz gewöhnlich, weil meistens haben die meisten Camper 3,5 Tonnen und wir haben nur 3,2. Deswegen fehlen bei uns so richtig coole Sachen. Gewicht hier in der Gegend. Wir sparen auf jeden Fall Benzin. Das ist schon ganz gut. Wir brauchen übrigens nur 8,5 Liter auf 100 Kilometer, Diesel, 90 PS. Aber dafür fehlen halt so fancy Sachen wie eine Dachterrasse, ein bisschen mehr Stauraum, eine Innendusche, die wir halt aus Gewichtsgründen auch nicht gemacht haben. Dafür haben wir aber eine Außendusche, die haben wir jetzt aufgrund des Windes vergessen zu zeigen. Aber es ist einfach eine Tauchpumpe mit einer Dusche dran, mit einem Duschkopf und dann einfach in so einen Wasserkanister rein. In so einen Weithalskanister, das ist wichtig. Genau, oder kann man auch in einen Eimer oder sowas reinmachen, wenn man da Wasser vorher reingemacht hat. Man kann damit auch durch die Gegend laufen und sich irgendwo im Wald duschen, falls es an dem Platz, an dem man ist. Man kann die Dusche auch ins Meer halten, einfach auf den Knopf drücken, dann saugt es das Wasser rein. Hey, das ist eine gute Idee. Ja. Kann damit eigentlich aber Salzwasser, ne? Naja, auf jeden Fall ziemlich coole Sache.
Kann genau. man die online bestellen. Ja, ansonsten sind wir, genau, 3,2 Tonnen schwer, 6,5 Meter lang, 1,70 Meter Innenbreite, knappe 1,80 Meter Außenbreite und 2,90 Meter Höhe, wobei das die Außenhöhe ist. Hier drinnen, habt ihr ja gesehen, kann ich mit meinen 1,90, die ich so ungefähr groß bin, an guten Tagen 1,93 nicht stehen. Und ich kann super stehen, ich bin 1,74, ich denke bis 1,85 kann man, denke ich mal, doch, stehen, ne? Doch, ja. Da kann man hier echt gut stehen. Alles, was über 1,85 ist, ist ein bisschen kritisch. Ja, und das war es eigentlich an technischen Details. 2005 ist das Baujahr. Falls ihr irgendwie Fragen habt zu unserem kleinen Oldie hier, sagt gerne Bescheid. Es war ein kleiner Oldie, aber er hat Solar auf dem Dach. Genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Mhm. 2x100 Watt von Off-Grid-Tech. Und habe ich damals einfach gekauft. Ich kannte mich gar nicht aus, aber es funktioniert super seit 5 Jahren. Wir haben nicht einmal Stromprobleme und wir haben eine Lithium-Batterie von Active, 150 Ampere. Genau, da sind wir auch super happy mit. Batterie ist ständig zwischen 80% oder 100%, selbst jetzt im Winter und das, obwohl unsere Solarpaneele nicht neigbar sind. Ja, ich glaube, das war's. Ja, was hat unser Van gekostet? Also wir haben ja genau 2015 gekauft, wir haben 4.500 Euro bezahlt, haben aber super viel Kosten in Reparaturen gesteckt, auch in sehr, also wir mussten auch sehr oft den Van entrosten lassen, wir haben ihn komplett entrosten lassen, wir haben den neu lackiert, wir haben da schon einen Haufen Arbeit reingesteckt und deswegen würden wir ungefähr sagen, wir haben irgendwann nicht mehr so richtig mitgerechnet, aber wir gehen mal davon aus, dass wir knapp 28.000 Euro insgesamt hier schon investiert haben. Irgendwann haben wir aufgehört, genau nachzuzählen. Aber so überschlagen 28.500 Euro werden es schon gewesen sein. Aber wie gesagt, wir leben ja seit 3 Jahren hier und sind seit 3 Jahren fast am Freistehen. Fast zu 90% sparen Strom und Wasser. Von daher, es ist zwar viel Geld, aber ja, wir haben es halt auch für schöne Sachen bis jetzt eingetauscht. Genau. So, dann würde ich mal sagen, hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Nicht vom Badewannenrand rutschen, gell? Tschüssi. Auf Badewannenrand? Das ist gefährlich. Du kannst echt vom Badewannenrand rutschen, ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist gerade jetzt in der Winterzeit, wenn man so einen seifigen Popo hat. Zack, ist man weggerutscht. Wer kennt's nicht?